Mach dir keine Sorgen, denn Allah kennt meine Absicht. Und woher willst du wissen, ob deine Absicht gut ist? Allah kennt meine Absicht, ist richtig. Also mach dir keine Sorgen, ob Allah subhanahu wa ta'ala deine Absicht kennt. Denn er subhanahu wa ta'ala kennt deine Absicht wohl. Aber mache dir Sorgen, ob deine Absicht überhaupt gut ist. Der Satz, Allah kennt meine Absicht, darf nicht als Ausrede von uns für irgendeine Tat benutzt werden. Und selbst wenn wir das tun, Allah subhanahu wa ta'ala kennt unsere wahre Absicht. Allah ist der Schöpfer von Sonne und Mond. Allah ist der Schöpfer von der Erde und den Sternen. Meinst du nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala, der die ganze Galaxie und mehr erschaffen hat, nicht weiß, was in deinem Herzen ist? Eine gute Tat zu verrichten ist gut. Sie mit Wissen zu verrichten ist vorgegeben. Aber was uns fehlt, ist die richtige Absicht. Das ist das, was uns fehlt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Ikhlas, Aufrichtigkeit bei unseren guten Taten geben. Amin. Ich weiß, ich habe sehr viel Werbung schon dafür gemacht. 16 Prophezeiungen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich glaube, deswegen erwartet ihr auch, dass das Video grandios wird. Und inshallah werde ich euch nicht enttäuschen. Es wird ein wunderschönes Video sein, inshallah. Und schaut doch bitte ganz oben in der Videobeschreibung. Dort habe ich ein Video für euch. Die Wahrheit über uns. Das Statement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Liebe Geschwister im Islam und Salam, nicht Muslime. Assalamu alaikum, lieber Bruder oder Schwester im Islam und Salam, nicht Muslim. Du möchtest jeden Tag einen Vers, einen authentischen Hadith und vieles mehr bezüglich des Islam kostenlos per Privatnachricht erhalten? Dann schreib uns jetzt in WhatsApp an und schicke uns eine Nachricht mit hier und wisse, dass wir schon mehrere Hunderte sind und deine Nummer geschützt ist, inshallah. Wir von der Islam verbindet warten schon auf dich.